Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider 2 Remastered. Ja, wir haben im letzten Part den Eispalast abgeschlossen, haben dementsprechend den Talion, also den Schlüssel für das Tor hier in China, gefunden und haben damit den Tempel des Xian geöffnet und wollen uns jetzt natürlich den guten alten Dolch da vorne einmal abholen. Sieht auch so krass aus, ne? Sieht auch so krass aus. Ja, wird nur wahrscheinlich nicht so einfach, leider. Wir sehen hier, der Dolch liegt da vorne so rum. Okay, der Drache sieht natürlich im Remaster nochmal viel krasser aus. Holy shit. Das macht einen sehr krassen Unterschied. Holy shit. Na gut, wir gehen weiter. Natürlich wird das nicht so einfach, denn... Warum ist sie so krass? Warum ist sie so crazy? Ich will mal ganz kurz noch ein bisschen näher dran an den Drachen. Wo wäre jetzt wie? Ach, der Dolch sieht auch so geil aus. Okay, na gut, wir speichern. So, und tschüss. So, jetzt wird es halt lustig, denn wie ich im letzten Part, glaube ich, schon erwähnt habe, ist der Tempel des Xian der absolut fallenreichste Level dieses Spiels. Und, Moment, da war gerade ein Secret, das hole ich mir. Jetzt habe ich ganz vergessen, dass es hier so ein ekelhaftes Secret gab. Okay. Das war, glaube ich, so okay. Und dann müssen wir, glaube ich, andersrum einmal... Ich habe mich eigentlich festgehalten. Hold on. Das ist eines der fallenreichsten Level dieses Spiels. Und, ja. Ist eher unangenehm. Zum Überleben. So, ja. So, den hier. Es fängt auch direkt mit einer der ekelhaftesten Secrets an, die es so gibt. Denn wie wir gerade gesehen haben, da links liegt ein Secret. Und da kommt man nur dran, wenn man richtig rum hier runterrutscht. Was man hier eher semi-kontrollieren kann. So, das Secret nehmen wir natürlich mit. Wenn es hier schon mal rumliegt, dass wir alle finden werden, kann ich nicht versprechen. Aber... Wenn ich schon sehe, will ich es auch mitnehmen. So, ja, so los, einfach los. Ne? Ja. Ich sehe nichts. Oh Gott, wir fallen ein Wasserfall runter. Okay. Da sind Viecher. Die sind sehr schnell, holy shit. So. Wird hier raus. So. Und da haben wir ihn, den offiziellen Eingang des Tempel des Xian. Hallo, oh mein Gott. Freundchen, was ist denn hier los? Ich wollte nur mal, die Tempel kurz angucken, mein Gott. Ich bin so wütend. Was ist mit den Tigern? Vor allem, wir sind hier unten Tiger. Das ist noch interessanter zu wissen eigentlich. So, jetzt war nochmal richtig. Da ist es der Tempel des Xian. Beziehungsweise wir sind ja theoretisch eigentlich schon drunter. Kind of. Waren das Platten zum Hochspringen? Ich bin mir nicht sicher. Ich meine, es gab hier im Tempel auch nur diese coolen Platten. Jo, sind's. So. Hier ist ein Schalter. Der öffnet da hinten die Klappe. Sehr gut. Ich habe bis jetzt schon keine Lust, im Privaten dann das neue Spiel Plus hier zu machen.
Ich weiß nicht, wie weit ihr euch da irgendwie auskennt und zu dem Zeitpunkt, vor allem wenn das Spiel, wenn diese Party veröffentlicht wird, dann wird es dann schon ein bisschen länger her sein, dass das Spiel veröffentlicht wurde. Also, es ist ein bisschen länger her. Ich habe jetzt jeden Tag gespielt, aber naja, die Parts dauern ja auch, es geht ja auch täglich, ja. Naja, auf jeden Fall, es gibt ja noch Spiel Plus in jedem Spiel. Ja, in jedem der drei Tomb Raider-Teile. Und das bedeutet halt einfach, dass Gegner dreifachen Schaden, dreifaches Leben haben. Die Speichersituation ist in 1 und 3 auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel unangenehmer, als es in 2 ist. Komm ich da bald drüber? Moment. Ne, schaffe ich niemals. Ups. Hier in 2 kann man definitiv überall speichern, aber naja, man kann halt nur leider sich nicht heilen, außer man findet 3 Secrets. Ansonsten findet man dann nichts und bei 1 und 3 gibt es halt Speicherkristalle. Genau. Und Fallen sind noch tödlicher, als sie eh schon sind. Also Pfeile bringen dich eigentlich auch so gut wie möglich sofort um. So ja. Yeah. Tomb Raider 2 wird unangenehm. Im neuen Spiel Plus. Ich habe Tomb Raider 1 schon angefangen auf neuen Spiel Plus und es ist definitiv nicht ohne. Ich glaube, Tomb Raider 2 könnte vielleicht vom neuen Spiel Plus Modus an sich einfacher sein, weil man eben, wie gesagt, immerhin speichern darf. Jederzeit. Allerdings kannst du dich halt nicht heilen. Außer du hast halt irgendwie alle 3 Secrets eines Levels gefunden. Dann kannst du halt, kriegst halt Medipack, aber ja, ist auch eher unangenehm. Trotzdem. Wo genau war diese Leiter? War die da oben? I am not sure, actually. Gehen wir hier runter. Ah, da sind die Kackviecher wieder. Muss ja auch nicht sein. Oh Gott, aua. Hallo, sag mal bitte. Da ist die Latte. Geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Bisschen lauer lange. Okay, wir speichern. Wir gehen hier mal hoch. Es ist echt, es ist wirklich einfach Ewigkeiten schon wieder her, dass ich den Tempel des Xian gemacht habe. Aber I do remember, dass das sehr unangenehm war. Also ist cool vom Aufbau her, aber ich weiß es ja einiges. Oh nein, die Spinnen sind wieder da. Der Sprung war vielleicht nicht die beste Idee. Apropos Spinnen, Timelix Xian hat auch noch mal eine wunderschöne Stelle für uns übrig, die weiß ich noch. And I'm scared. I don't want that. And ja, es wird ganz schrecklich. Also sobald wir das hier geschafft haben, ich glaube, wir sind dann so gut wie durch mit dem Spiel. Ich glaube, das ist eigentlich so. Innerlich ist das Spiel für mich dann schon vorbei. Seht ihr, wie diese Spinnen aushalten? Das ist ja nicht normal. Also danach folgen, glaube ich, nochmal 3 Level nach dem Tempel Xian, müssen da glaube ich noch 3 Level folgen. Aber sobald wir den hier geschafft haben, dann hält uns nichts mehr auf. Dann ist auch, oh, das ist heiß da unten. Warte, lass mich mal kurz gucken. Die Lava sieht nämlich auch anders aus als im ersten Teil, ne? Das ist ein Secret. Die sieht auch sehr viel anders aus. Ich habe zumindest das Gefühl, dass sie anders aussieht als im ersten Teil. Also ein paar Sachen sind im Remaster tatsächlich trotzdem in den verschiedenen Teilen noch anders. Obwohl sie theoretisch gleich sein könnten. Ja, den Fall überleben wir nicht. Das kannst du wohl vergessen. Wir müssen darüber hangeln. Das
Wir müssen gleich da runter und dann einmal rüberhangeln. Okay, das kriegen wir aber hin. Das sollte ja machbar sein. Okay. Oh Gott, Lara. Please don't kill yourself, thank you. So, das Secret haben wir trotzdem noch, natürlich. Haben wir schon mal 2 von 3. Das ist schon mal ganz schlecht, weil das heißt, wir sind schon, ne, ich meine, 2 von 3 Secrets in einem Level. Heißt, soweit kann es gar nicht mehr sein. Beim Tempel des Xian hat das nicht wirklich was auszusagen, actually, aber naja. Ich mache noch kurz stylisch hier einen Handschuh. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht gemacht beim Remastern. Aber für das Secret mache ich das gerne. Ich glaube, es gibt sogar ein funny, was ist, glaube ich, ich weiß, es gibt ein funny Gimmick. Es war, müsste, glaube ich, im Original auch gewesen sein. Aber gibt es ja im Remaster genauso. Dass man irgendwie, glaube ich, 4 oder 5 Mal so einen Handstand macht ineinander, dass einfach Lara so ein bisschen schwindelig kurz wird. Und dann wackelt sie kurz beim Hochgehen. Ist eigentlich ganz, ganz lustig. Oh Gottes Willen. Was wollt ihr denn? Piss off, my friends. Ist auch gut, dass hier by the way einfach so Holzleitern rumhängen in einem Raum voller Lava. Aber auch die Holzleitern, die sind auch. Ich wollte sagen, doch, die sind 3D, ne? Nee. Nicht wirklich, die sind 2D. Die sind nicht so schön, definitiv. Also, sie sind definitiv im Original nicht so schön gewesen, wie sie jetzt sind. Aber ich finde es schade, dass sie auch hier eher. Ich meine, so ein bisschen 3D haben sie drin. Also, ich meine, vorher war sie auf der Wand einfach aufgemalt. Jetzt sind sie halt in 2D vor der Wand. Aber ich meine, genau, es ist ein bisschen schade, dass sie nicht die komplett 3D gemacht haben. Dass sie wirklich auch von der Wand richtig ab. Also, dass es wirklich auch richtige Holzdinger sind, die von der Wand abhängen. Ist ein bisschen traurig eigentlich. Das wäre schon ganz cool gewesen. Also ich sag, so ein paar Sachen, auch wie Maria Dora zum Beispiel, hatten wir ja auch, dass es ein bisschen traurig war, dass sie da auch die Lampen nicht 3D gemacht haben, wo sie hätten eigentlich theoretisch machen können. Also, ne, wie es an sich, das Spiel sieht immer pretty aus, so ist es nicht. Also, aber so ein paar Sachen würde ich mir so, das wäre schon cool gewesen, wenn sie da dann irgendwie. Ja, ich habe im Sprung mich daran erinnert, dass hier um Stacheln waren. Ups, naja. Genau, dass man theoretisch, manche Sachen, die halt nicht 3D waren, dann 3D hätte machen können, aber es dann nicht getan hat. Was sehr sad ist eigentlich. Aber das ist schon okay. Also, wäre natürlich cool, wenn es nicht so wäre, wenn es wirklich in 3D dann wäre, aber wie ist das an sich, das Remaster, also wirklich, literally, die hätten doch einfach alles auf HD polieren können und hätten gesagt, nee, habt ihr einen Remaster, wie so manch andere Entwickler. Also jegliche andere Sachen sind einfach komplett optional. Und ich meine, wir haben literally unter 30 Euro für einen Remaster bezahlt, für ein 3 Spielen plus DLCs jeweils. Also ich meine, man kann sich wirklich nicht beschweren. Also wer sich hier beschwert, ist halt auch schwierig, ne? Man kann natürlich Kritikpunkte anbringen an den jeweiligen Punkten. Dass man sagt, hey, das wäre ja cool gewesen, wenn dann noch was anderes gewesen wäre und so, aber das Spiel an sich, zu sagen, hey, das ist kein gutes Remaster oder sowas, weil das und das ist, wäre dumm. Wäre einfach nur dumm. So, ein Schalterchen. Es öffnet das Türchen unten, sehr gut. Können wir von hier aus irgendwie schnell rüber springen, oder müssen wir. Nee, das ist, glaube ich, nur nach unten, ne? Na gut, ich gucke mal ganz kurz, haben wir eigentlich im Dingens hier? Ja, wir haben nochmal China.
Funny. Wir haben sogar das Zeichen von Flamma Nera, glaube ich, heißt das. Das ist die Organisation von Marco, ne? Also die schwarze Flamme auf Italienisch, meine ich. Was heißt Flamma Nera, Flamera Nera, irgendwie sowas. Glaube ich, war das. Geh, lass mich in Ruhe. Geh weg, bitte. Wo gehst du denn hier lang? Da hinten. Genau. Also jetzt davon haben wir ein Zeichen in so einem Reisepass. Auch sehr witzig. Aber ja, wir machen noch ein zweites Mal China hier. Weil wir ja nun mal ein zweites Mal gerade in China sind. Sehr nice. So. Hallo. Die Musik, by the way, passt hier auch sehr gut rein in dieses Level, weil it's very true. Hier haben wir auch die Terrakotta-Armee. Auch sehr, sehr nice. Wir können eigentlich kurz auch mal hier nur wäschern. Die waren nicht mal echt hier hinten, die. Das waren einfach alles 2D-Sprites, nur die vorderen waren echt. Und selbst die waren auch eher so, naja. Jetzt sind da wirklich einfach alle in 3D. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Das ist Muni. Liegt noch mehr irgendwie neben euch rum? Bevor ich irgendwie jetzt gleich mich mit dem Tod aussetze? Ne? Okay. Perfekt. Ich erinnere mich an diese Tür. Ich glaube, hier habe ich ein paar Versuche gebraucht. Ich weiß allerdings nicht mehr, warum. Ich denke mal, ich werde es gleich herausfinden, warum. Oh, Hilfe. Brechen die ein? Nee. Es hat ein bisschen Atlantis-Theme hier gerade. Dieser Raum. Okay. Ich möchte übrigens kurz mal erwähnen, ich finde es sehr interessant, dass der Tempel des Xion so krass voller Fallen ist und voll solcher krassen Fallen. Man hier aber am Anfang ja gesehen hat, dass die Mönche am Anfang diesen Weg hier, also hier diesen Tempel schon mal betreten haben und die haben keinen dieser Fallen betreten müssen. Oder sie sind einfach wirklich sehr akrobatisch und haben einfach rausgeschnitten, dass sie das gemacht haben. Ja, weil ich irgendwie bezweifle, dass ein Mönch das hinbekommen hätte, den ganzen Weg hier zu schaffen. Also nicht, jetzt nichts gegen Mönche, aber gegen die Mönche auf jeden Fall. Denke ich mir so, ja, Genau. Ich bezweifle, dass die Mönche am Anfang das wirklich hier... Ja, ich wollte eigentlich drüber springen, aber man kann nicht drüber springen. Dass da irgendwas ist, habe ich schon mir gedacht, aber. Ja. So. I'm alive. Das Medipack haben wir jetzt nicht mitgenommen, aber passt schon. Hoffen wir mal, dass wir einfach für das Achievement für alle Pickups aufheben, das nicht dazu zählt. Ansonsten habe ich ein großes Problem. Weitere Türen öffnen sich. Das ist, das ganze Tempel ist einfach voller Fallen. Das ist so schrecklich. Wir können kurz mal die Bilder auch mal an der Wand angucken. Habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, man kann sie ja ahnen. Aber sie sind definitiv am Ende sehr viel prettier geworden. Ist das der Dolch, den er in der Hand hat? Nee, der ist, glaube ich, ein bisschen zu groß dafür, ne? Aber gut, ich würde sagen, an diesem Part, an diesem Teil hier, an diesem hier,
werde ich mal einen kleinen Cut machen für diesen Part von Tomb Raider 2 Remastered. Und wir werden im nächsten Part dann hier im Tempel von Xi'an weitermachen. Und bis dahin sage ich ciao.